Knockout, der deutsche Wrestling Talk, das Original, präsentiert von moonsault.de mit einem Special. Große Breaking News, der amtierende WWE World Heavyweight Champion Seth Rollins hat sich verletzt und deswegen sind wir zu dritt zusammengekommen. An meiner Seite war Landi Zanti, Crazy Sexy Mike, mein Name ist Ingo Vollenberg und wir sprechen kurz über diese Verletzung, was sie nun für WWE bedeutet. Das Wichtigste natürlich an allererster Stelle, was bedeutet sie für den Champion? Was genau ist da passiert, Mike? Er hat sich mehrere Bänder gerissen und auch einen Meniskusriss, den vorderen Meniskus gerissen. Und Tatsache ist es sogar, ein Meniskusriss ist besser als ein Meniskus oder Bänder, wenn sie sich dehnen. Mhm. Weil die können sich dehnen und wenn das einmal gedehnt ist, kriegst du das nie wieder zusammen. Das heißt, er wird dann immer keine stabile Lage an seinem Knie mehr haben. Beim Riss ist man in 2 Monaten wieder fit, es wird zusammengenäht. Aber natürlich, die Bänder sind wieder eine schwierigere Sache, die gerissen sind. Da wird die Heilung auch sehr etwas länger dauern. Auf jeden Fall steht es fest, dass er immer Probleme jetzt mit dem Knie haben wird. Ja. Also ganz davon weg wird er nicht kommen, egal wie die OP, wie gut sie verläuft. Wir kennen ja den Seth Rollins, also er geht ja sehr, sehr viel auf die Knie, macht viel mit seinen Knien. Das heißt, so einen Style werden wir von ihm nicht mehr sehen? Doch. Die Sache ist halt, ganz ehrlich gesagt, unglücklich passiert. Weil er ist halt sehr steif mit dem Bein aufgekommen und Tatsache ist es so, halt Wrestling macht, ist halt auch so gefährlich in einer Richtung für uns Wrestler, weil es kann manchmal einfach nur ein blöder Zufall sein und du verletzt dich. Ich kenne einen Schüler von uns mal, der ist so aus einer ganz kleinen Höhe, ungefähr, nur runtergesprungen, hat sich einen Trümmerbruch im Knöchel zugezogen. Oder bei mir selber, ich habe einen Moonsault gesprungen, den ich immer gesprungen habe und da war auch nichts anderes gewesen, aber das war ein Ermüdungsbruch. In der Richtung, die Worker sind also ständig unterwegs, die kämpfen viel, die müssen sehr viel trainieren. Da kann sowas ganz schnell mal passieren. Bei mir war es, ich bin aufgekommen, ganz normal und zack, war der Arm durch gewesen. Ja, Narbe sieht man ja bis heute immer noch. Ein paar Stellen in der Richtung. Genau. Es gibt ja viele Aktive, die sich wirklich bei so Standardaktionen verletzt haben. Mit Doug Williams habe ich mal drüber gesprochen, den man ja auch aus TNA kennt, ja. Sehr bekannter Name, der sich ja auch tatsächlich ein Bänder oder war es ein Band oder ein Knie oder so, aber wirklich auch bei einem Ausfallschritt einfach. Genau. Es kann dir passieren, dass beim Niesen, dass du dann einmal eine kleine Reaktion hast, ist tatsächlich so. Ja. Und dann kannst du dir was das Bein verdrehen oder so. Es geht ganz schnell sowas. Was bedeutet, das ist eine Pechsache. Was bedeutet denn da das Leben on the road, dass man sagt? Denn du hast es jetzt gerade gesagt, Ermüdungsbruch. Ermüdungsbruch ist das so da, wenn man die ganze Zeit on the road ist. Deswegen ist es auch so wichtig für die Wrestler, ihre Supplements zu sich zu nehmen. Die meisten denken halt, das hat nur was mit den Muckis oder so zu tun. Aber nein, wir tun damit unsere Muskeln und unsere Knochen auch mit ernähren. Das heißt, dass die stabiler sind und fester sind. On the road ist dann halt immer das Problem, vernünftiges Essen zu bekommen. Also das meinst du jetzt gerade, ne? Das ist genau. Tatsächlich ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Wir haben das hier so schön stehen, aber was bekommst du? Magnesium, Calcium, all das, was du... Wenn du on the road bist, nicht richtig. Ja, eben, Show ist vorbei, 23 Uhr, wo kriegst du was schnell bei McDonald's, wir holen uns einen Burger und Wrap. Also das meinst du da auch. Deswegen siehst du auch viele Worker, die sich mittlerweile daran gewöhnt haben, ihr Essen mit selber mitzunehmen. Ja. Mhm. Das heißt, fertig zu packen und so. Es liegt nicht daran, dass sie keinen Bock haben, irgendwie McDonald's oder so zu gehen, weil sie sich nicht leisten können. Nein, das ist einfach wirklich für die Gesundheit natürlich auch. Oder dass sie auch auf Zucker, weil Zucker ist ja auch also ein Killer oder Cola. Für unsere Knochen gar nicht gut, Cola. Deswegen immer Zucker, schön zuckerfrei und am besten so ein Zeug wie Cola, die Finger weglassen. Darauf einen Schluck Mate. Ja. Man kann natürlich davon ausgehen, dass gerade der Champion sich äußerst gut ernährt hat. Aber du darfst trotzdem nicht vergessen, dass er sehr viel Stress umgeht. Sein Tourstress. Sein Tourstress bleibt ja nicht verloren. Er hat die meisten Matches tatsächlich dieses Jahr gemacht. Ich glaube, die Zahl war um die 160, 170. Also mehr als jeder andere. Also Wahnsinn, hat ja sogar... TV-Matches schon. Sogar, TV und... trat ja sogar zweimal an, ja, da haben wir ja auch einen Talk. Ja, aber das zeigt ja dann den Stellenwert, wie wichtig ein Seth Rollins tatsächlich ist. Gut, da kommen wir gleich dazu. Wie tragisch ist jetzt der Ausfall fürs aktuelle WWE-Programm? Schauen wir doch mal ein bisschen in die Vergangenheit, Valandi. Kannst du mir sagen, wie oft der WWE-Titel schon vakantiert wurde oder erinnerst du dich an ein paar Situationen? Also oft, sagen wir mal so oft. Ne? Also jetzt. Naja, oft, also dafür, dass er einer der bedeutendsten Titel im Wrestling ist. Also es gibt ja, das berühmteste, was jedem einfällt, ist glaube ich Shawn Michaels, I lost my smile. Aber jetzt wirklich, dass es mit Verletzungen war es ja zum Beispiel mit Daniel Bryan vor knapp anderthalb Jahren. Da war es ja wirklich nicht nur den IC-Titel, den er dieses Jahr abgegeben hat. Das Jahr davor war es ja eigentlich das erste Mal.
das allererste Mal vakantiert, wegen Verletzung, glaube ich, war bei John Cena 2007, wo dann bei No Mercy dieses Turnier war, aber vakantiert wurde ein Titel, beziehungsweise für vakant erklärt, war, wo ich es im Kopf habe, 79. Das ist ganz witzig, weil daraus wurde mal eine Storyline gemacht. Bob Backlund wurde gesagt, er war 5 Jahre Champion. Er hat 79 den Titel gegen Antonio Inoki verloren. Inoki hat ihn sofort für vakant erklärt. Und dadurch wurde der Titel, dieser Titelwechsel hat nie stattgefunden, weil ihn dann Backlund wieder gewonnen hat. Und so hat Vince McMahon damals den Titel gewonnen. Er hat den Titel gewonnen, dann 99 bei SmackDown gegen Triple H. Und er hat ihn sofort für vakant erklärt. Also es war eigentlich das, was damals geschehen ist. Da, also ist 99 da auch, hat da stattgefunden. Ansonsten, Batista musste den Titel auch mal wegen Verletzung abgeben. World Heavyweight Title und auch den WWE Champion Titel, wenn ich das richtig im Kopf habe. Edge ist das zweimal widerfahren. Beim zweiten Mal, war es aus Karriereende. Genau, war sein Karriereende. Ansonsten war es viel. Stone Cold hat den Titel beziehungsweise, ich weiß nicht, ob man das für vakant erklären kann. Als es bei Breakdown damals 98 war, wurde von Undertaker und Kane gepinnt, dann war der Titel vakant und dann führte es geschickt den Boden zur Survivor Series 98, wo ein Titelturnier stattfand. Ganz großes Stichwort natürlich Survivor Series 1998. Also erstmal, wenn ein Titel für vakant erklärt wird, kann WrestleMania 4 übrigens auch. Da war es ja auch. Andre the Giant gewinnt, gibt ihn, erklärt ihn für vakant, gibt ihn Ted DiBiase, vakant Turnier. Richtig, ja. Genau, also in der Vergangenheit, es ist natürlich so ein Klassiker, Titel wird für vakant erklärt, muss für vakant erklärt werden, wie auch immer, und es gibt ein großes Turnier. Erstmal als Veranstalter kann ich sagen, ist es natürlich wirklich die absolute Hiobsbotschaft, der Champion, auf dem man das Jahr aufbaut, und wir haben ja extra drüber getalkt, ja, das war ja ein großes Thema, wie gut ist der Mann wirklich, was kann er leisten, jetzt hat er bei der Champions Night dann sogar 2 Matches bestritten. Champions Night ist GWF. Night of Champions. Entschuldigung, danke mal, Andy. Danke mal, Andy. Ja, genau. Und ja, ich denke mal, Vince McMahon, Triple H und den ganzen aktiven Backstage wird jetzt natürlich, ja, das ist eine schwierige Situation. Aber auch eine herausfordernde. Auch eine herausfordernde. Mike, nochmal ganz kurz an dich. Als Wrestler, was bedeutet es denn, wenn du einen Titel hast und den nicht verteidigen kannst und ihn ablegen musst? Was bedeutet das für einen? Es gibt ganz oft viele Wrestler, die zu Schmerzmitteln und sogar zugreifen, um absolut nicht auszufallen oder den Titel abgeben zu müssen, weil so ein Titelverlust kann sich ganz weit nach hinten wieder werfen. Das heißt, du musst wieder nach vorne arbeiten, wieder den Weg nach oben hinzubekommen. Und wenn du Pech hast als Wrestler, haben die Fans dich auch schon vergessen, wenn du wieder zurückkommst. Das ist recht nach so einer Zeit wie 9 Monate oder ein Jahr. Mhm. Und dann musst du immer Angst haben um deine Karriere. Ja. Also für einen Wrestler ist das eine Sache, die er absolut nicht haben will. Vor allen Dingen abgesehen davon, dass wie sein Stellenwerk jetzt bei der WWE ist, du musst ja auch wieder von vorne anfangen mit dem Training, du musst wieder hocharbeiten, musst wieder zu Kräften kommen und sowas. Da ist genau das, wo die meisten dran scheitern und eine Karriere zu Ende geht. Ich selber kann da von einer Erfahrung sprechen, dass wenn ich ein Jahr weggefallen bin, wo ich mir den Arm gebrochen habe, war ich ein Jahr außer Gefecht, und dann wieder von vorne erstmal die Motivation zu finden, wieder ins Training zu kommen, zu trainieren und so, genau das ist das Schwierigste, in einer Karriere wieder zurückzukommen. Es kann natürlich auch das Gegenteil der Fall sein. Es kann einem natürlich auch so den Sprung geben. Man ist einige Monate aus dem Geschehen heraus. Wie Triple H, der hat sich dann damals zum Beispiel wieder hochgearbeitet, kam am Royal Rumble zurück, ging dann ganz an die Spitze und war umso mehr dort an der Spitze in Stein gemeißelt. Aber das ist natürlich der absolute Ausnahmefall. Das heißt, es wird jetzt spannend. Schafft Seth Rollins das oder geht er unter? Bei Sheamus haben wir ja zum Beispiel gesehen, dem hat die lange Verletzungspause ja überhaupt nicht gut getan. Jetzt eher in der Midcard angesiedelt. Vorher war er ganz oben mit dabei. Jetzt gehen wir zu den Survivor Series. Für die Fans ist es natürlich eine absolut abgefahrene Situation, weil es standen schon Matches fest. Ich keine Ahnung, was jetzt mit den Matches ist. Wir sind ausgegangen von einem Elimination-Match mit der Wyatt-Family. Das haben wir jetzt bei SmackDown gesehen. Ich kann ganz einfach sagen, als Veranstalter, auf so einer Card ist kein Platz für ein Elimination-Match und ein komplettes Turnier. Das ist einfach so. Ich glaube nicht, dass sie das Turnier jetzt genau in der Survivor Series alles durchziehen werden. Ich denke, das werden sie jetzt in den Raw-Shows machen. Das wird nur ein kleiner Teil davon sein. Vielleicht das Finale, denke ich mal. Du hast eine Menge Zeit.
Das müssen wir mal sehen. Rein von der TV-Zeit hast du 2 Wochen Fernsehen. Du hast, sagen wir mal, netto bei Raw 2 Stunden 5 Minuten, 2 Stunden 15, irgendwie sowas. Zweimal, dann hast du SmackDown, kannst, ne, ist genauso, wo du bei knapp 1 Stunde 20 bist. Ne? Ja. Dann sind wir bei 4 Stunden, ich kann, oh Gott, komm, sind wir meinetwegen, du hast jetzt 6 Stunden netto oder 6 Stunden netto Fernsehen. Da kannst du eine Menge erzählen. Rechnen wir das mal auf eine Serie um, da ist, wenn du 1 Stunde Folge hast, ist 6 Folgen, ist eine halbe Staffel. Ja. Da kannst du eine Menge reinbringen. Ja. Ja, also. Sagen wir mal so, auf jeden Fall wird es trotzdem auch selbst für uns allen sehr interessant, was macht die WWE aus der Situation? Ich meine, das ist auch schon... Wer wächst aus dieser Situation raus? Das ist ja das Interessante. Wer wird in diesem ganzen Prozess noch drin sein, bevor sich Roman Reigns dann den Titel umschnallt? Ich will kurz auf was anderes. Das ist doch, ja, darauf, ich will das ein bisschen, ich will das da wirklich auch sportlich sehen. Guck mal, Holger Badstuber ist so ein bekanntes Beispiel, der hat irgendwie Kreuzbandriss, kommt Kreuzbandriss. Und dann ist es so, da rücken andere in diese Position nach, wenn einer ausfällt. Das kann ja genauso der Anreiz für jemanden sein, der genau sagt, okay, jetzt will ich dahin kommen. Ja. Die Frage ist natürlich, genau, wie viele Personen sind es? Klassiker ist ja 16 Personen in einem Turnier, können natürlich auch 32 Personen sein. Man denkt natürlich an dieser Stelle erstmal an Deadly Games. Die Survivor Series 1998 ist auch eine interessante Geschichte natürlich, weil damals hat The Rock das Turnier gewonnen, Cousin von Roman Reigns. Und damals gab es ja diesen bekannten Double Turn mit Mankind, der sich dann der Corporation von Vince McMahon angeschlossen hat. Und, The Rock, der sich angeschlossen hat und Mankind ist auf die andere Seite gegangen. Mankind war ja dieser geduldete Sohn, aber der war dann das Bauernopfer. Genau. Der war so, ne, der kam bis ins Finale und dann war Vince McMahon derjenige, der im Finale gezeigt hat, dass The Rock mein Corporate Champion war. Ja. Ne? Also, genau. Ja. Und ist die Frage, ob vielleicht Roman Reigns jetzt dem Weg von The Rock folgt. Wäre so eine Variante, die ich mir gut vorstellen kann. Ich bin mir da 100% sicher. Weil die Authority braucht ja jetzt auch jemanden, der nachrückt. Wir befinden uns jetzt auch, es geht langsam richtig. Jetzt überlegen wir mal lieber einfach mal so. Wer wäre denn eigentlich Champion? Könnte Champion werden? Wer? Roman Reigns. Wieso kannst du nicht Bray Wyatt werden? Wieso kann das nicht? Glaube ich einmal. Bray Wyatt das ist auch mit den Mächten des Undertakers. Ja, das kann gut sein, aber die das passt. Meistens in einer Story. Also die meisten Namen scheinen ja zu sein, jetzt weg, Brock Lesnar. Ja, legitim. Aber kommt Brock Lesnar als Teilzeit-Wrestler jetzt in das Turnier rein? Das müsste sich WWE ja schon einiges kosten lassen. Und was ist mit dem Undertaker? Es sind 25 Jahre Undertaker bei Survivor Series. Kommt er jetzt in das Turnier rein? Ja oder nein? Warum nicht? Aktuell ist er nicht da. Aktuell ist er nicht da, aber... Kann eigentlich nicht reinkommen ins Turnier. Er wird, aber... Also ich denke schon, dass aber das Survivor Series... Wieso sollte es nicht sein? Wieso sollte ein Undertaker nicht die Möglichkeit bekommen, im Turnier zu sein? Könnte genauso sein. Man könnte ein absolut fettes Turnier aufstellen, wenn da Brock Lesnar drin ist, und wenn da der Undertaker drin ist. Und es gibt immer Überraschungen. Ganz blödes Beispiel. King of the Ring 2000. Überraschung des Turniers war Crash Holly. Der ist durch dieses Turnier gegangen, als dieser Underdog. Ja. Das kannst du hast beim Turnier, es können unerwartete Dinge sein. Sachen, wo wir jetzt sagen, keine Ahnung, Dolph Ziggler, glauben wir nicht, wissen wir nicht, kann auch jemand, der überhaupt nicht auf der Uhr ist, gibt Wade Barrett. Gibt ja, genau, gibt viele. Gibt Cesaro, Dolph, Barrett würde ich Dolph zum Ziggler, Beispiel schmeißen. Barrett, Cesaro, dann natürlich Bray Wyatt, dann, also es gibt sehr, sehr viele Namen. Wird jemand von NXT auftauchen, weißt du nicht. Du hast, es können viele Leute, ich will deshalb diesen Vergleich mit dem Sport, es ist jemand verletzt auf einer Position und dann rückt jemand nach. Und lassen uns aber ganz ehrlich, ist denn schon mal jemand wirklich nachgerückt? Gab es schon mal eine große Verletzung und es ist jemand reingerückt, der vorher überhaupt nicht auf der Bildfläche war? Nein, ich glaube nicht. Damals der Titel vakantiert wurde, das war ja noch eine ganz andere Geschichte mit Undertaker Kane 98, dann wurde er dann vakantiert, aber The Rock war ja schon ganz groß auf der Bildfläche. Also ich kann mich tatsächlich nicht dran erinnern, dass mal jemand völlig Frisches gekommen ist. Aber jetzt ist natürlich die große Situation aktuell, John Cena ist nicht da.
Randy Orton ist nicht da. Seth Rollins fällt jetzt aus. Daniel Bryan ist nicht da. Also es sind ja vier große Aushängeschilder noch vor einem Jahr. Und die sind alle weg aktuell. Das heißt, es werden eine Menge, NXTler demnächst nachrutschen. Ne? Ja. Also ich bin unglaublich gespannt auf jeden Fall, was passiert. Mein ganz großer Tipp ist, Roman Reigns wird nach dem Turnier auf jeden Fall neuer Champion sein. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass Triple H ihn sich zur Seite holt und da einen entscheidenden Faktor spielt. Sollte Reigns den Titel nicht gewinnen, dann wird das was ganz Großes für jemand anderen bedeuten. Ich bin deiner Meinung, ich denke auch, Roman Reigns wird den Titel holen. Ich nicht. Glaub nicht. Und es wird so oder so ein Buchkonzert geben, wenn er sich den Titel holt. Ist, ja, ist egal wann, aber ich kann es mir nicht. Ja, also. Ich bin aber bei diesem Turnier. Ich kann mir höchstens nur einen Übergangschamp vorher vorstellen. Ja. Also, wie gesagt, ich glaube, es könnte jemand jetzt wirklich kommen und. Außenseiterchancen für? Ja, ich weiß nicht, wie man das einschätzen kann. Ich persönlich schmeiß meinen Hut auf Wade Barrett. Einfach, warum nicht? Zumindest, dass er bis ins Halbfinale kommt. Okay. Einfach so, das wäre mein Außenseiter-Tipp. Ist sehr weit hergeholt, aber warum nicht? Also ich sehe noch Außenseiter-Chancen durchaus beim Undertaker. 25 Jahre Undertaker. Wenn er in dieses Turnier reingeht, dann könnte ich mir noch einmal die letzte Ehre für ihn vorstellen. Wenn es nicht Roman Reigns wird, dann wird es Brock Lesnar. Interessant wäre ja noch, Sheamus hat noch den Money in the Bank-Koffer. Ja. Jemand geht durch drei Matches, er scheidet aus. Im Turnier und danach sagt er, jetzt komme ich mit dem Koffer wieder rein. Ja. Könnte auch passieren. Ja. Es gibt viele Möglichkeiten, das merken wir. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Liebe Zuschauer, postet uns, was seht ihr da als Szenario? Für diejenigen im schönsten Posting haben wir ein T-Shirt, ja. Hier, Mike hat es auch und wir wollen es euch geben. Ein WrestleMania-T-Shirt haben wir für den nächsten Gewinner. Und genau, der Ralf, der meldet sich nochmal bei uns. Wir haben nämlich sein Ticket, ja, also Ralf, es liegt bereit. Für den letzten Kommentar des Monats. Genau, für den letzten Kommentar des Monats und wir küren auf jeden Fall nach den Survivor Series wieder jemanden, der dann einen schönen Preis kriegt. Ja, Mike, Valandi, ich danke euch, dass ihr so kurzfristig mit mir über das Thema gesprochen habt. Ich denke, es ist ein sehr heißes Thema, sehr wichtig, dass wir den Talk gemacht haben. Ansonsten gibt es natürlich den Special Talk Frauen im professionellen Wrestling, der steht da als nächstes an. Seid sehr gespannt darauf und wir sehen uns auf jeden Fall spätestens hier auf YouTube wieder nächste Woche Dienstag. Liken, kommentieren, teilen, bringt uns unter die Leute. Knockout, der deutsche Wrestling Talk. Es hat wieder eine Menge Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Adios. We'll be right back.